Hallo meine Lieben, ich habe es glaube ich schon im Ende meinem Tutorial-Video, also im letzten Video, also vorletzten Video glaube ich schon angekündigt, dass ich ein Storytime mal wieder machen möchte. Über eine Story, die so skurril ist, die aber wirklich passiert ist, die wahrscheinlich nicht zu glauben ist, aber sie ist einfach passiert. Ich habe nicht drauf gewartet. Oder sagt, ja, hier, alles zu mir, sondern, ja, das ist einfach passiert. Und das kann man jetzt glauben oder nicht, sagen, ja, die Alte hat einen Schuss, aber es war so, weil ich die ganzen Nachrichten, wie gesagt, noch auf dem Handy bei WhatsApp habe, deswegen ist sie wahr. So, also ich habe sie erlebt, von daher, ich möchte das einfach nur als Warnung rauslassen, ne, dass andere jetzt nicht drauf reinfallen. Gut, man kann immer wieder drauf reinfallen, weil man es nicht sieht, aber es sollte eine Warnung sein. Ich hoffe, dass das Video viele sehen, deswegen könnt ihr es gerne teilen und so weiter. Ja, deswegen. Ich hatte mich vor einer Weile bei einer Partnerbörse angemeldet, die ist kostenlos. Ich würde jetzt nicht sagen, welche, weil nachher kriege ich von dem Portal noch eins aufs Dächele. Deswegen sage ich das jetzt nicht. Ja. Und, ja. Genau, mit Foto, klar. Logisch. Angemeldet mit Daten. Also Eckdaten und so, wie ihr das ja kennt bei einer Partnerbörse. Ist ja auch wurscht. Naja, jedenfalls wurde ich dann angeschrieben in diesem Portal von einem Typ. Da stand, war so ein Bild in so einem, saß der im Wagen oder so. Der war, glaube Mitte 30, aus Berlin, keine Ahnung, stand jedenfalls im Profil. Und ja, dann haben wir halt hin und her geschrieben, eben in dem Portal. Dann meinte er ja, ob ich WhatsApp hätte. Und sag ich, ja, können wir da schreiben. Dann haben wir auf WhatsApp quasi gewechselt. Er hat mir dann eine Nachricht geschickt. Hat mich, glaube ich, auch mal versucht, irgendwie telefonisch mal zu erreichen. Aber das habe ich da nicht, habe ich verpasst. Da war ich nicht am Handy. Also telefoniert haben wir quasi nie. Nur geschrieben über WhatsApp. Und ja, da habe ich halt erfahren, weil es war auch eine komische Nummer, da stand halt Vereinigte Staaten, I don't know. Und er hat es dann so erklärt, dass er eben Amerikaner ist, US-Soldat, ist Friedensmission im Irak, in Syrien. Und ich dachte, okay, also als nicht als Kämpfer, sondern als in der Friedensmission von der US Army, er wäre in der Army. Konnte aber sehr gut Deutsch schreiben. Es war zwar ein bisschen komisch, aber es war eigentlich meistens korrekt. Also es war jetzt nicht irgendwie seltsam. Der hat auch immer mit Du und Sie geschwankt. Das war auch immer komisch. War halt sehr, ja, säuselig dann irgendwann. Und ich weiß auch nicht, ob die Geschichte überhaupt wahr ist. Jedenfalls haben wir halt hin und her geschrieben, tagelang. Und hat mir dann fast seine ganze Lebensstory halt erzählt, dass er halt im Krieg war und Verletzungen erlitten hat und bliblablub und keine Ahnung. Und er hört gern dieses, gern, er macht gern jenes und dieses Allgemeine eben. Und irgendwann hat er dann gemeint, er wäre ja, Asthmatiker, er hat Inhalatoren und Medikamente und die würden zur Neige gehen irgendwann und die Tante, die das besorgen sollte, hat einen Unfall und er kommt nicht an sein Bankkonto ran und bliblablub, also quasi war er verzweifelt, dass es zur Neige geht und er nicht rankommt in diesem Camp, wo er angeblich wäre, so. Also in Syrien quasi, in diesem Camp da, keine Ahnung.
Und es wäre halt immer gefährlich, der hatte Angst um sein Leben, bliblablub. Und ja, hat mich da voll gesülzt. Ja, er kennt es vielleicht, wenn Männer einen voll sülzen. Ich habe da haufenweise Sülzkram auf dem Handy. Also, ich habe da echt eine ganze Latte an Sülz-Scheiße hier. Er wurde in Albany Medical Center geboren. Er besuchte das Militär in New York. Ja. Also 19 Jahre, trat in die US Army ein. Zum ersten Mal auf Militärbasis war er in Florida. Das Schlimmste, was ihm jemals passiert wäre im Krieg, dass er da irgendwie die Rippen im Magen angeschossen wurde, eine OP durchziehen, um die Kugel eben rauszuholen. Und so weiter und so fort. Er hat so viele Traumata überstanden und jetzt wäre er eben in Damaskus, in Syrien im Einsatz auf friedenserhaltender Mission in den letzten 9 Monaten. Und in 2 Monaten hat er damals geschrieben, es war Mitte Oktober, geht er dann in Urlaub und er hofft, also hat er Urlaub, wir hoffen, dass er mich dann eben sieht und so weiter. Und ja, dann hat er mich halt nach den Hobbys gefragt, nach Lieblingsessen. Und hat er gemeint, ja, er singt Rap, er tanzt, er liebt Musik, er spielt Klavier. Und er hofft, dass er eines Tages für mich singen kann, bla bla blieb. Und er meinte, er hätte die richtige Person gefunden und er hätte, er mag es eben Strandpartys, am Pool sitzen, am Wochenende wegzufahren, schöne Orte zu sehen, er liebt Hunde, er liebt Kaninchen. Er hat angeblich im Hinterhof einen Pool, bliblablub, Lieblingsfarben waren pink, gelb, lila. Er liebt es zu joggen, vor allem abends. Er mag Pizza, Pasta, bliblablub. Er liebt es auch barfuß am Strand zu laufen und am Meer. Spaziergänge mit Sonnenuntergang, bliblablub. Immer, ja, wir sind kompatibel und das passt ja. Und ja, dann die Lieder, er hört amerikanische Lieder, dann hat er mir einen Link geschickt von einem Justin Bieber Song, Pure Pose, also lauter Krams einfach, ne, also so wie man halt jemand einlullt und immer ja und hier und Schatzi da und es liegt ihm im Blut und durch mich verschafft, er kriegt ein besseres Deutsch, blibla, und er hat, muss jetzt zum Essen und hat mir die Essenszeiten auch von dem Camp da durchgegeben, dass sie 3-mal am Tag eben essen und einen Zeitplan haben. Also Frühstück wäre um 8, Mittag um 3, Abendessen 8:30. So Sachen eben da, diese ganzen Sachen hier. Und er will ja noch wieder Deutsch lernen und ach, und das Internet und so weiter. Ach ja, und er hätte jetzt eine schlechte Internetverbindung, da hat er sich auch immer oft entschuldigt und blabli und immer, wie geht's dir und Nachtruhe, gute Nachtruhe, hast du gegessen, hast du gemacht, was hast du gemacht, immer diese Sachen, das war ellenlange Texte immer wieder und auch mal kurze, nennt mich Liebling, bliblablub, also richtig so Sachen wie, oder was er zum Frühstück gegessen hat, Pfannkuchen und Milchtee und er hofft, ich hätte meins genossen, bliblablub. Und dann hat er auch öfter mal geschrieben, so nachmittags war das meistens, zur Patrouille gehen, ich soll für ihn beten, weil da wäre es gefährlich, weil die IS, Deadly Touristic Group, ahnungslos immer angreift. Keine Ahnung, also richtiger Schmuh und immer guten Morgen und die Routine und er hat die Routine im Camp, bliblablub und Paraden und alles mögliche, halt einfach der ganze. Und dann kam halt irgendwann mal, ich muss mehr Inhalatoren holen, bevor der letzte eben leer ist. Und hier im Lager kann er nicht auf sein Bankkonto zugreifen, das was ich ja gesagt habe. Die Tante, die beim Bezahlen helfen soll, hatte angeblich einen Autounfall. Dann kam wieder Danke für ihr Interesse, weil dann sagen ja, sorry, dass sie einen Unfall hatte und bla. Aber mir kam das alles irgendwie komisch vor. Und ja, und dann so Sülze wie, ich wäre der erste und letzte Gedanke in seinem Kopf, bevor er ins Bett geht, lauter so Quatsch und mein Herz gehört dir und blablabla, was sagt dein Herz und
lauter so ein Scheiß und hat Liebe beschrieben, wie Liebe ist keine große Sache, sondern eine Million kleiner Dinge. Liebe sorgt sich, teilt und trägt alles zusammen. Liebe ist Knoten in den Knien, Schmetterlinge im Bauch, Gänsehaut am Körper, Schüttelfrost in der Wirbelsäule. Liebe ist eine innige, leidenschaftliche und seelenvolle Bindung, lauter so ein Quark einfach. Oder eine emotionale, intellektuelle, sexuelle Vereinbarkeit. Liebe ist ein Gefühl, das aus der Tiefe des Herzens in der Seele gespürt wird. Liebe ist jede einzelne Zelle in jedem einzelnen Nerv des Geistes und des Körpers zu spüren. Liebe ist ein endlos ewiges und ewiges Versprengen, bla bla, und Leidenschaft und Bli und Blub, also richtig Sülzkram, Sülzkram. Ja, und dann irgendwann sagt er halt, ja, er macht sich Sorgen, weil der Inhalator wird anscheinend bald leer gehen und er kriegt ihn aus einer Apotheke nur in Bombay, Indien irgendwo her. Und das, was das Rote Kreuz-Team hier im Lager hat, das kann er nicht benutzen, das greift ja seine Lunge an. Und er muss die Zustellgebühr an diesen Diplomaten zahlen, der hier auf der Durchreise ist und es angeblich dahin liefert. Und dann hat er mir halt auch ein Bild geschickt in Army-Kleidung. Ich zeige es jetzt natürlich nicht, ist klar. Ich denke halt mal, dass das Bild geklaut ist, irgendwo aus dem Internet, schätze ich mal. Irgendwo von Facebook, Instagram, Google, whatever. Auf jeden Fall ist der das nie. Das habe ich mir hinterher auch gedacht. Also er steht da quasi im Hintergrund. Ich kann es ja beschreiben mal. Im Hintergrund hängen drei Bilder. I don't know, was da drauf ist. Ist, glaube ich, Spider-Man drauf. Oder irgendein Vogel, keine Ahnung. Man kennt es nicht, irgendein Diplom. Dann sieht man ein Mikro. Das hängt so an so einem Ding. Dann so ein Schalldingens da und ein PC. Und er steht halt da in US-Army-Kleidung, in diesem Camouflage. Grinst und hält eben das Handy so vors Gesicht. So hat er mir halt das Bild von sich geschickt. Ich war vorher schon, das Bild war ähnlich wie das auf dem Portal, aber ich denke halt einfach, dass das irgendwo geklaut ist. Ich habe geguckt, aber ich habe es nirgends gefunden. Ich habe irgendwie, müsste ich mal Soldaten bei Google eingeben, vielleicht finde ich da was. Aber bis jetzt habe ich das Bild nicht gefunden. Also ich gehe mal halt stark davon aus, dass der das nicht war. Ich habe ihm dann auch ein Bild gesendet, allerdings ein unverfängliches und ja, auch so ein Selfie eben. Und ja, dann kamen wieder ganz normale Nachrichten, was ich gemacht hätte, blablabla. Und dann kam der halt wieder auf seine Inhalatoren zu sprechen, dass es unbedingt braucht. Und er muss die Zustellgebühr bezahlen, das kann ja seinen Urlaub beeinträchtigen, das kam dann wieder. Ja, und dann kam's. Ja, ich möchte fragen, ob Sie mir helfen können, für die Lieferung meiner Medikamente zu bezahlen. Wenn ich für meinen Urlaub komme, würde ich es zurückzahlen. Haha. Es kostet, jetzt Achtung, 250 US-Dollar, das sollten 200 Euro sein. Da habe ich auch erst mal geguckt. Ich habe ja gesagt, ich helfe gerne, aber wenn es um Geld geht, Macht muss ich leider passen. Ich kenne dich nicht, du bist fremd. Das ist nicht gerade wenig. Und hoffe, du verstehst, dass im Internet sind viele Betrüger unterwegs. Das ist mir zu heiß. So. Dann hat er auch verständnisvoll gemacht. Er versteht ja, wie ich fühle. Aber wenn du so schlecht über mich denkst, tut es mir weh, dass ich dir fremd bin. Haha, witzig. Dann ging es halt hin und her, dass ich es nicht mache und so. Und immer der mit seinem positive Gedanken, bliblablub, kann das Leben eines Mannes kaufen und die Werte und ach, weiß der Kuckuck. Dann ging es eigentlich wieder normal weiter. Und so weiter. So, und dann hat er wieder angefangen, dass er solche Angst hat, weil er seine Medikamente braucht und dass es für seinen Urlaub schwierig scheint,
der in den nächsten 3 Wochen angeblich ja stattfinden soll. Bin aber nicht drauf eingegangen, dachte Laberkrütz, Laberkrütz. Ja, und dann war es wieder normal, hat er wieder gefragt, wie es geht, was ich gefrühstückt hätte, blablabla. So, jetzt kommt der Final Countdown, Freunde. Dann kam er wieder mit dem Thema an, diesmal anders verpackt. Und zwar, ich habe gesehen, wie ich meine Medikamente bekomme. Können Sie mir helfen, eine Steam Wallet Card aus einem Geschäft oder Supermarkt zu bekommen? Bitte, Medikamente sind mir sehr wichtig, weil ich wirklich mit ihr zusammen sein möchte. Haha. Diese Karte kostet nicht mehr als 100 Euro, jetzt ist es auf einmal weniger und kann selbst gekauft werden. Es ist sehr riskant, dass meine Medikamente beim Diplomaten sind, der sie ausliefern muss. Dann kam er wieder mit dem Card, 100 Euro. So. Dann habe ich gesagt, dann hat es mir gereicht. Dann sage ich, sag's dir gern nochmal. Ganz klar, nein, das mache ich nicht. Tut mir leid, wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann ist der Kontakt mit mir zu Ende. Das muss mal gesagt werden. Dann kam eigentlich nur noch zurück, in Ordnung, gut. Kein Kontakt, wenn Sie nicht das Gefühl haben, mir helfen zu müssen. Wieder mit dem Sie. Dann habe ich gesagt, gut, ciao, mach's gut. So, das war es dann. Und was ist die Moral von der Geschichte? Der hat mich verarscht. Ist ja Logo. Und ich denke halt, dass hinter dem ganzen Gewese einfach so ein, ja, wie nennt man das, Roman-Scanning, nennt man das, glaube ich, gesteckt hat. Irgendeiner, der in Afrika oder in Ghana oder wie auch immer im Internetcafé gesessen ist und sich halt irgendwie die Bilder aus dem Internet von irgendeiner Seite geklaut hat, Identitätsklau, nenne ich es halt mal, sich einen anderen Namen zugelegt hat und sich dadurch dieses Profil in diesem Portal gemacht hat. So. Und einfach sich diese falsche Identität zugelegt hat, um Geld abzuzocken. Und ich weiß halt nicht, bei wie vielen Frauen er damit Erfolg hatte, bei mir jedenfalls nicht. Ich war gewarnt, ich kenne diese Masche, ich habe das schon oft im TV, im Internet oder sonst wo gesehen. Deswegen habe ich da mal gar nichts drauf gegeben. Und da möchte ich einfach eine Warnung rausgeben, weil es ist echt krass, wenn ihr wen irgendwo kennenlernt im Internet, ja, sind nicht alles, ne? Gerade das, die Story zeigt es ja, ey, ist so riskant, da irgendwie reinzufallen. Ja, ich habe es ja auch am Anfang geglaubt, aber wo es dann mit dem Geld kam, da habe ich gedacht, ne, das kann nicht stimmen. Das kann einfach nicht stimmen und bitte, ich bitte euch, das da nicht drauf reinzufallen. Das ist nur Abzocke. Das ist nur Abzocke, die wollen keine Liebe, die wollen kein Nichts. Es ist einfach nur Abzocke. Eigentlich bin ich ganz froh über diese Erfahrung, dadurch stumpft man auch irgendwo ab und ich kann die Erfahrung weitergeben an euch, dass ihr eben nicht drauf reinfallt auf sowas, dass ihr das doppelt prüft, weil das ist ehrlich, ist ja das wirklich auf dem Bild, am besten telefonieren kann auch, ne, und einfach nachbohren irgendwie, schickt mit Originalbild ein Selfie, ne, aber nicht so ein gefälschtes, ne? Und man muss so aufpassen, das ist echt der Hammer, ne? Und nach der Erfahrung null Bock. Ne. Also da gucke ich mir die Leute echt 100 Mal an. Seitdem habe ich wirklich kaum noch Kontakt aufgebaut zu irgendwem da drin in diesem Portal. Ich werde wahrscheinlich auch mein Profil löschen demnächst. Es tut mir leid für die Ehrlichen, aber nach dem Ganzen habe ich da keinen Bock mehr. Ich habe den dann auch auf WhatsApp dann auch blockiert, habe die Nummer gelöscht und damit hatte ich dann sowieso Ruhe. Es war dann in Ordnung und man sollte halt einfach keiner fremden Person Geld schicken. Das ist einfach scheiße und nicht gut, weil man weiß nie, wer dahinter ist, wo der sitzt, ja, wie gesagt, der kann überall sitzen, es muss nicht in Afrika sein, es kann auch in China sein oder sonst wo, aber diese Roman-Scanner, Scamming oder wie man das nennt, die sitzen halt meistens in Afrika. Und ich denke halt auch, dass das so einer war, der eben von irgendeinem Portal
weiß weiß ich, sich die Bilder darunter gezogen hat und sich eben dieses falsche Profil angelegt hat, um eben hier Kohle zu machen. Aber wie gesagt, nicht mit mir. Ich habe dann gleich gedacht, nee, das kann nicht sein. Deswegen sollte das eine Warnung sein. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr da nicht drauf reinfallt. Und bloß niemanden, weil wenn es ums Geld geht, ist meistens was faul. Das kann nicht anders sein. Ja, nur wenn einer jetzt zum Beispiel ein Fake-Profil erstellt und sagt, ich bin der und der, und aber kein Geld möchte oder dich nur so verarscht, gut, da kann man drüber lachen, aber das ist halt schon eine Ecke krasser. Und ich bin froh, dass es nur ein paar Tage ging, dass ich das nach ein paar Tagen schon gemerkt hatte, dass es zum Vorschein kommt, weil manche Sachen, die man so hört, dauern ja länger, die machen einen dann länger mürbe, dass man dann vielleicht doch noch einknickt. Aber ja, nicht mit mir jedenfalls. Und deswegen sollte das als Warnung gelten. Und ja, ich hoffe, das hat jetzt geholfen irgendwem. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass das viele auch sehen. Und ja, dann würde ich sagen, es war's mit meinem Storytime. Vielleicht habe ich irgendwann nochmal ein Erlebnis, das ich teile ich dann natürlich mit euch, ist klar. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir einen Daumen hoch, einen Kommentar und abonniert mich gerne, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video schon wieder. Ciao, ciao!